Hi, ich bin der F. Ja, mein Arm ist leider immer noch lädiert, aber ich habe es daheim einfach nicht ausgehalten. Ich musste raus. Und wie ihr seht, musste ich natürlich auch wieder in einer Schlucht herumturnen. Aber das habe ich nur geschafft, weil ich nämlich heute mein neues Einbeinstativ ausprobiere. Und das kann ich gleichzeitig als Wanderstock einsetzen, was mir hier enorm geholfen hat. Um mich selbst zu filmen, habe ich einfach das Einbeinstativ in den Boden gesteckt und das Handy darauf befestigt. Das Einbeinstativ hat ein Stativgewinde, auf das ich meinen Kugelkopf geschraubt habe, und darauf sitzt dann wieder mein Handy. Dadurch kann ich so ziemlich jede Position einstellen, die ich haben möchte. Beispielsweise kann ich das Stativgewinde des Einbeinstativs um 90 Grad abklappen und zusätzlich kann ich natürlich auch meinen Kugelkopf noch einstellen. Zum Beispiel so. Also hier sind alle möglichen Variationen denkbar. Ja, und wenn ich das Stativ voll ausgefahren habe, dann ist die Kamera schon fast auf Augenhöhe. Das ist natürlich eine tolle Sache, zum Beispiel auch für Schwenks. So hat man die Kamera immer schön im Blick. Ja, und wenn ich fertig bin, dann genügt ein schneller Dreh. Einmal. Zweimal. Und das Stativ ist wieder klein. Und ich kann es zum Transport zum Beispiel hinter den Gürtel stecken. Und weiter geht's. Und wenn jetzt eine schwierige Stelle kommt, dann kann ich das schön zur Hilfe nehmen. Ja, und schon kann ich schwieriges Terrain meistern, trotz meinem lädierten Arm. Ja, und wenn der Boden so hart ist, dass ich das Stativ nicht einstecken kann, dann hänge ich es einfach in einem Baum, so wie hier. Alternativ dazu nehme ich einfach eine Schnur und binde es an einen Ast oder an einen Stamm. Ja, aber jetzt zu einem für mich sehr wichtigen Test. Ihr wisst ja, da habe ich einen Narren dran gefressen. Wie sieht es aus beim Laufen? Und da ist das Einbeinstativ klar im Nachteil gegenüber anderen Systemen. Ich habe mir was einfallen lassen und nehme das Einbeinstativ wie ein Speer gerade und dadurch werden zumindest die harten Rucke vermieden. Der Bildstabilisator meiner Kamera ist wie immer bei solchen Tests abgeschaltet. Durch die Speerhaltung werden einerseits harte Rucke vermieden und andererseits sehe ich die ganze Zeit das Display meines Handys, das heißt, ich kann die Aufnahme kontrollieren und die Kamera dahin steuern, wo ich sie haben möchte. Wenn wir schon dabei sind, dann machen wir jetzt auch den Härtetest. Ich gehe in den Dauerlauf. Okay, es gibt noch eine andere Methode, die Kamera zu halten, und die stelle ich euch jetzt vor. Also ich gehe jetzt sehr vorsichtig und halte das Einbeinstativ am äußersten Ende, also an der Spitze. Und wie man sieht, funktioniert das einigermaßen gut. Kann man auch schöne Schwenks machen. Durch den großen Hebel hat die Kamera ein Riesengewicht und dadurch übertragen sich feine Zitterer der Hand nicht auf die Kamera. Lediglich größere Schwankungen, so wie jetzt, oder harte Erschütterungen vom Laufen, also wenn man richtig hart geht, die übertragen sich. Aber ich finde, das Ergebnis kann man durchaus sehen. Auch Standbilder gelingen damit halbwegs gut, so wie jetzt. Und jetzt fahre ich mal den Zoom voll aus. Voll ausgefahrener Zoom. Gut, der ist nicht so eigentlich groß bei meiner Kamera, aber kein Bildstabilisator. Und ich halte das Einbeinstativ am äußersten Ende, so wie ich euch gezeigt habe. Und nochmal zum Vergleich, dieselbe Aufnahme direkt aus der Hand, ohne Bildstabilisator natürlich. Ja, und wenn ihr euch beim Laufen selber filmen wollt, auch kein Problem. Das geht wie bei einem ganz normalen Stativ auch.
Ja, und auch Schwenks funktionieren richtig gut, wenn man das Stativ aufstützt. Das ist echt eine tolle Sache. Selbst wenn der Boden mal richtig hart und steinig ist, so wie hier das gepflasterte Bachbett, kein Problem. Meistens findet sich auch hier eine Möglichkeit, das Stativ irgendwo einzuklemmen, zum Beispiel zwischen zwei Steinen, so wie jetzt gerade. Froschperspektive? Aber klar doch. Märzenbecher. Und das schon Anfang März. Normalerweise blühen die erst Mitte März. Wahnsinn. Richtig geil finde ich es auch, dass man damit hervorragende vertikale Schwenks machen kann. Zum Beispiel so. Und das mitten aus dem Laufen heraus. Also ich finde, das Einbeinstativ lässt beinahe keine Wünsche offen. Natürlich kann man es nicht so gut platzieren wie ein Dreibeinstativ, aber mit etwas Erfindungsreichtum, das habt ihr ja bei mir gesehen, kann man es beinahe überall aufstellen. Außerdem hat seine enorme Länge natürlich auch ganz schöne Vorteile. Für mich entscheidend ist allerdings das geringe Packmaß bzw. das ganz schnelle Auf- und Abbauen. Ihr habt ja gesehen, zack, zack, habe ich das hinter den Gürtel gesteckt und dabei lasse ich sogar meistens die Kamera dran, was für mich natürlich ein erheblicher Zeitvorteil ist. So, und jetzt kommt der Clou der ganzen Geschichte. Ratet mal, was dieses Stativ kostet. Gerade mal 15 bis 20 Euro. Das ist ja fast gar nichts. Das teuerste daran ist mein Kugelkopf, der hat nämlich 40 Euro gekostet. Aber den braucht ihr unbedingt. Natürlich tut es auch ein anderer Kugelkopf, da gibt es auch günstigere. Aber ich habe mich nur mal auf den eingeschossen, den mag ich, mit dem komme ich gut zurecht. Und das ist das Wichtigste für mich. Lange Rede, kurzer Sinn, minimaler Kostenaufwand, große Wirkung, das ist das, was ich will. Habt ihr noch Fragen dazu? Nur her damit, ich beantworte sie gerne. Ja, soweit zum Thema Einbeinstativ. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was Interessantes mitnehmen können. Und wer weiß, vielleicht läuft der ein oder andere von euch künftig auch mit einem Einbeinstativ durch die Gegend. Wenn ja, dann lasst es mich bitte wissen. Vor allen Dingen interessiert mich auch, welche Erfahrungen ihr damit macht. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!